Radler drin hier. Muss man schauen, wo ich bete. Zum Glück nichts. Ich bin wieder zurück. Keine Angst, keine Sorge. Wir hatten jetzt Montag und Dienstag keine Videos. Ich war ein bisschen vergeist. Ich habe mir ein bisschen Auszeit gegönnt. Zumindest so viel Auszeit, die ich mir gönnen kann. Hatte eigentlich sogar vorgehabt, ein paar Sachen vorzudrehen, aber hat sich nicht ergeben. Ich wollte zwei Sachen vordrehen. Für Sonntag und Montag. Und dann Dienstag von dort, wo ich halt war, ein bisschen was. Dachte, ergibt sich schon was, aber hat nicht ganz so geklappt. Sonntag habe ich das Shiny-Video hochgeladen. Das hat noch geklappt. Könnt ihr gerne abchecken. Und ja. Dann zu viel Arbeit konnte ich kein Video für Montag vorbereiten. Das wäre das eBay-Video gewesen. Sehr beliebtes Format. Das kommt morgen. Und dann Dienstag hat sich gar nichts mehr ergeben. Auf jeden Fall eine Menge passiert, seitdem ich weg bin. Am Wochenende kommt Harry Potter Go raus. Schauen wir mal. Ich habe schon den Jungs Bescheid gegeben, alle zusammengetrommelt. Mal schauen, ob sich da was ergibt mit denen. Erste Folge Harry Potter Go dann. Kyoko ist zurück. Und gleich in 1,5 Stunden legendäre Rage-Stunde. Nehme ich aber, glaube ich, nicht so wirklich mit. Weil hier sind schon mal zwei und so viele Pässe will ich jetzt eigentlich gar nicht ausgeben für den. Ansonsten, Raikou wurde angekündigt, das ist am Samstag, den 29. 16 bis 19 Uhr, 5 freie Pässe. Zeitkrieg funktioniert nicht mehr, ihr wisst Bescheid. 23.2 ist schlecht, aber vielleicht shiny. Abgesehen davon, Doppelbombung läuft momentan. Der Bonus von Spark. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Das Event davor, also das mit den Shinies ging ab. Aber ansonsten muss ich jetzt erstmal zur Bank. So, doch noch nicht zur Bank. Hier war noch einer auf dem Weg. Und ich habe eh zwei freie Pässe gehabt. Schauen wir mal. Nicht gut, aber vielleicht ein Shiny. Und nee. Jetzt aber zur Bank. Legendäre Rage-Stunde, Kyoge Shiny fängt gleich an. Ich habe jetzt gerade ein paar Runden gedreht mit dem Bus hier. Oder dem auf der anderen Seite, wie man es nimmt. Musste noch ein paar Geschenke jetzt nachholen für die ganzen Leute. Es ist nicht immer so leicht jetzt mit der Menge an Freunden. Ich habe fast immer 200. Ich muss jetzt, wenn ich noch nach Hause komme, ein paar Leute adden. Ich habe ja letztens im Livestream wieder Level abgemacht. Jeden Sonntag 21 Uhr im Livestream gibt es Levelaufstieg mit den ganzen Leuten. Da hatte ich dann wieder Plätze für ein paar neue Leute, werde ich jetzt dann wieder 5, 6, 7, 8 Leute irgendwie sowas adden. Ja, ich denke, wir machen hier diese 4. Für die Arena-Punkte und dann war es auch schon, weil hatte jetzt echt keine Lust, mich mit den anderen zu treffen. Die machen mir nach meinem Geschmack ein bisschen zu viele und ja, die Arena. So, es geht los. Ich zeige euch mal schnell die Arena. Ich muss eigentlich schnell rein, weil wir sind voll. Es ist wieder eine Menge Leute am Start. Das ist einer von vielen Treffpunkten hier. Also sehr, sehr beliebt, die Rage-Stunde. Oh mein Gott, geht doch rein. Okay, zweite Gruppe. Aber immerhin direkt 10 Leute, trotz der zweiten Gruppe. Und ich bin der einzige Gelbe. Okay. Ja, die Rage-Stunden gehen ab. Immer sehr beliebt, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht so Interesse an denen. Die Rage-Days, jetzt Raikou, da habe ich echt Bock drauf. Aber jetzt Rage-Stunden an sich. Nächste Woche ist er auch nochmal Kyoge und dann die Woche drauf Godan und dann nochmal Godan. Ich mache das jetzt eigentlich nur für ein bisschen hier Videomaterial und für die Arena-Punkte. Sollte mal nicht so viel labern und mein Team. Aber bei 20 Leuten. Den juckt's. Ready, set, go! Go, go, go!
Nee, kein Go-Go-Go. Das ist eine ruhige, gemütliche Tour. Doppelbombung ist aktiv, das heißt, falls ihr den fangt, 6 mit Berge, 12. Halbe Kilometer zum Brüten, das ist gar nicht schlecht. Garantiert ein Sonderbonbon, dank Team Gelb. Zum Glück. Also garantiert ein Sonderbonbon bei einem Raid. Oh mein Gott, das geht schon los. Da mache ich nur jeden zweiten. Ich habe keinen Bock, mich hier zu stressen wegen Kyoga. Das ist es mir nicht wert. Aber wenn der Shiny ist, bleibt er ja direkt drin. Alter, sind hier viele Leute. Okay, obwohl wir 20 Leute sind, bin ich bei Pokémon Nummer 4 angelangt. So, kein 100er, nur ein Sonderbonbon und das war dieser eine garantierte. Okay, aber ist auch ganz locker easy in den zweiten Raid geschafft. So. Hier kann man eigentlich dann immer rübergehen. Schauen wir mal. Faszinierend. Ihr seid faszinierend. Jeder muss euch immer anschauen. Kyoga Nummer 4 heute. Oh, 98er. Shiny. Oh nein. Nee, das ist kein 98er. Das ist ein 96er. Er ist noch, ich dachte, es ist bei 47 stehen geblieben, aber ist noch weiter runtergegangen. Vorletzter Raid. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon gemacht habe. Ich weiß aber, der 96er von vorhin, den habe ich nicht gefangen. Ja. Der Nachteil ist, wenn man keine Freunde dabei hat, man kriegt nicht viele Bälle. Aber an sich habe ich auch nicht so großes Interesse, den zu fangen. Es sei denn, er ist halt gut wie beim 96er, aber ansonsten keine Bären verschwenden, keine Zeit verschwenden, keine Mühe verschwenden. Das ist natürlich Luxus, weil ich schon so viel habe und auch schon so viele gute. Ja, die zwei machen wir noch und dann war's das. Dann muss ich noch zum Aldi. Meine Karte, mein Internet aufladen und ja, ansonsten. Mixtausch hatte ich noch vor, aber der Kollege hat erst um 21 Uhr aus. Ich habe eine Menge noch ausstehend, die muss ich jetzt langsam mal abarbeiten. Birgit auch wieder zum zweiten Mal. Also da wir tauschen Arktos. Shiny Arktos gegen Shiny Arktos. Ja, viele Kollegen, schauen wir mal, wie ich das jetzt vor Dortmund jetzt noch alles abarbeite. Kommen ja auch wieder welche dazu. Erstmal hier einen Shiny Kyogre besorgen, falls jemand den als Lucky haben möchte, dass ich den habe, zum Anbieten. Verzeiht meine Teams. Also dafür, dass wir 18 Leute sind, ist schon heftig, wie viele ich brauche. Also die Tour ist doch schneller als erwartet, auch wenn es eigentlich nicht die verrückte Tour ist. Also die Leute sind schon heiß, wollen zack zack hier ihre Raids durchbringen. Alle so schlecht, Alter. Und 7 Bälle, tot, Mann. Wie soll ich den bitte fangen? Vor allem, wenn er nicht shiny ist. Okay, Leute, letzte Raid für heute. Ernüchternd. War jetzt nicht so interessant, wie gesagt, die Lust, das Interesse an Raids auf jeden Fall deutlich gesunken.
Nur Scheinejagd und Arena-Punkt halt. Kyogre ist auch so ausgelutscht. Alter, wie oft war er jetzt da? 5, 6 Mal? Okay. Vielleicht übertreibe ich auch und es war erst ein 4. Mal oder so. Naja. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr den Shiny bekommen? Habt ihr den 100er bekommen? Den Shiny 100er bekommen? Den Shiny 100er Lucky bekommen? All das unten in die Kommentare und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Wir nutzen ansonsten jetzt dann die Woche Doppelbonbon aus. Nächsten Monat der Bonus ist EP und im August dann Sternstaub. Das wird saftig. Aber EP geht auch ab. Da kann man wieder raiden. Da bringt ein Raid 40.000 EP. Mit Glück sein natürlich. Das kann man sich gönnen. Eigentlich hätte ich die Pässe sparen sollen. Naja. Vielleicht kriegen wir einen Shiny. Dann hat sich die ganze Sache gelohnt. Oder ein 100er. Nee. Nee. Jo, das war's. Ich war noch beim Aldi. Hab mir mein Internet gekauft, weil morgen ist Feiertag. Ja, Kyogre Raid-Stunde. War okay. Kein Highlight dabei gewesen, aber kann ich immer ein Highlight dabei sein. Ich habe schon 200er jetzt während der Raid-Stunden bekommen. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, konnte ich noch nicht beantworten, aber ich habe schon ein paar 100er gesehen. Ich glaube sogar ein 100er Shiny auch. Glückwunsch. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.